Eine Bieridee wurde Realität. Die Rapperswil-Jona Lakers ließen aus dem Eis der letzten Saison ein eigenes Bier herstellen. Während mehreren Monaten wurde das Projekt von verschiedenen Partnern umgesetzt. Die Idee kam vom ehemaligen Eishockey-Profi und jetzigen Werber Sandro Chor. Wir haben uns schon letztes Jahr im Sommer überlegt, was könnten wir für Aktionen machen. Das machen wir immer wieder mal als Werbeagentur. Wir überlegen uns, was hat es schon gegeben, was haben wir schon gemacht. Und dann ist das Thema Eishockey in Verbindung mit einer Brauerei. Und dann haben wir angefangen zu studieren und so. Und dann ist oftmals die Idee entstanden. Die Rapperswil-Jona Lakers waren von der Idee angetan und so konnte das Projekt gestartet werden. Ja, als ich zuerst mal von dieser Idee und von dieser Storyline gehört habe, war ich sehr begeistert. Ich bin selber eine Person, die jemand mal gerne ein Bier trinkt. Ich habe auch gesagt, ich schaue das sehr gerne mit Schützengarten an. Schützengarten, der von den Lakers ein langjähriger Partner ist, ein langjähriger Sponsor, sehr wertvoll. Wir haben einmal die Idee ein bisschen besprochen zusammen. Und dann sind natürlich so die ersten Fragezeichen gekommen, oder? Hätte das Wasser für das Bier können zu brauen? Dann die Qualität, würde es durch den Lebensmittelinspektor durchkommen, etc. Und dann hat man natürlich nach verschiedenen Partnern gesucht, für das ganze Projekt können umzusetzen, alle Partner an den Tisch gesetzt und schlussendlich hat man auch nicht gewusst, dass es möglich ist, dass man ein Bier von bester Qualität herstellen kann. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, ja, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir mal ausgemalt, was bedeutet das für uns. Oder? Ich habe dann meine Brauerkollegen, meinen Kollegen aus der Geschäftsleitung schon gehört und denke, oh, der wird nicht jubeln. Ich als Hockey-Fan habe dort irgendwo das spannend gefunden. Aber für uns ist natürlich in erster Linie die Machbarkeit zuerst mal an der Technik gelegen. Ist das überhaupt möglich? Am 2. Mai war es dann soweit. Nachdem die Lakers am Vorabend das Halbfinalspiel 4 gegen den EV-Zug verloren hatten, ging es an die Arbeit. Das Eis wurde mit dem Zamboni abgehobelt. Das Projektteam setzte sich zum Ziel, 500 Liter Wasser zu gewinnen, um einen Brautank zu füllen. Es dauerte 4 Tage, bis das Eis zu Wasser schmolz. Mit einer motorbetriebenen Saugpumpe wurde das Wasser danach gefiltert. Während eines Monats wurde das Wasser danach luftdicht versiegelt und in speziellen Behältern gelagert. Die größte Hürde war die Kontrolle des Wassers durch das St. Galler Wasserinspektorat. Das Eisbier durfte nur gebraut werden, wenn das Wasser von den Behörden 3 Laboranalysen bestand. Das Wasser wurde auf Bakterien, Keime oder Viren sowie diverse Verunreinigungen wie beispielsweise Carbonpartikeln der Hockeystöcke untersucht. Kurz nachdem die Bewilligung der Behörden kam, ging es ans Brauen. Also als das Wasser dann mal abgeklärt war und wir konnten damit brauen oder hatten die Genehmigung für das Brauen, dann habe ich mich natürlich hingesetzt und habe mal mir Gedanken gemacht, wie soll ein Bier aussehen, wie soll es schmecken. Ja, Lakers haben die Farbe rot. Dann war noch die Frage, wie stark soll das Bier werden? Und man hat es gut gemerkt, also das Eiswasser, die Kraft, die Power der Eishockeyspieler hat sich aufs Bier übertragen. Also das Bier ist etwas stärker geworden mit 5,6 Volumenprozent. Aber ich denke, gestandene Spieler und gestandene Fans haut das nicht um. Wir haben auch eigentlich mit dem etwas den Fans zurückgeben können, oder mit dieser Idee, wenn man das so nennen will. Weil ich glaube, der Support, das hat man auch in den Medien können feststellen oder entnehmen. Die Lakers hatten den Run ins Halbfinale und die Fans sind wirklich auf dem Damm gestanden und haben denen zugewunken. Und das ist eben auch da wieder etwas sehr Schönes in einer eigentlich sehr tristen Zeit. Im August war es dann soweit. Bei einem Teamanlass beim Sponsor Schützengarten wurde das Bier mit dem Namen Lakers Red den Rapi-Spielern vorgestellt. Sicher etwas Cooles. Ich glaube, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen. Ja, ist mal etwas anderes und ich finde es gut, dass man den Gedanken hat und das jetzt auch so verfolgt. Ich habe noch nie von dem gehört vor, überhaupt nicht. Aber ich denke, man kann alles stilisieren heute. Sonst ich auf dem Isar mit rumspudern mit dem Wasser. Aber nein, es ist eine coole Idee. Ich habe noch nie von dem gehört. Und mich nimmt es ein Wunder, wenn ich mal eins probieren kann. Okay.
Das ist ein Stückchen Geschichte von euch. Ja, das ist es wert.